Nichts gegen Spaß, überhaupt nicht. Und auch glaube ich, dass die Summen, über die wir jetzt reden, die sind geringer als das Geld, was wir bräuchten, um diese Investitionen zu finanzieren, die sicherlich wahnsinnig sinnvoll ist. Aber das, was mich jetzt umtreibt, ist sicherlich für den Spaß total gut, den junge Leute haben sollen, ohne Frage. Wir alle waren jung, hatten viel Spaß, aber die Frage ist, muss das eigentlich auf Kosten des Steuerzahlers passieren? Und da sage ich ganz klar, nein, nein zu einem stärker ausufernden Nanny-Staat. Was passiert? Die Bundesregierung will Jugendlichen oder jungen Erwachsenen ab 18 Jahren im nächsten Jahr eine Kulturkarte im Wert von 200 Euro schenken. Jeder 18-Jährige soll die bekommen, soll damit in Museen gehen können, aber auch in Kinos. Und da das Ganze erst ab März ausgegeben wird, hat sich die Berliner Landesregierung Rot-Rot-Grün etwas ganz anderes überlegt, etwas Ähnliches, aber schon früher, denn am 12.02. wird er gewählt. Also sollen die 18-Jährigen hier in Berlin schon vorher einen extra Gutschein bekommen, eine extra Kulturkarte im Wert von 50 Euro, nochmal obendrauf quasi, aber früher. Und mit dieser Kulturkarte sollen sie aber auch zum Beispiel in Clubs, wie wir früher gesagt haben, Discos gehen können. Also feiern, tanzen auf Kosten der Steuerzahler, da sage ich ganz klar nein, denn wir wissen auch, dieses Geld muss irgendwann erwirtschaftet werden. Und der Partykater, der kommt meistens nach der Party in Form höherer Steuern. Deswegen Schluss mit diesen Geschenken an unsere jungen Leute. Die müssen lernen, wie man sich selbst das Feiern erwirtschaftet und sollen nicht irgendwie zum Spaß gezwungen werden. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Sie haben aber gelächelt, Herr Friedrich. Ja. Ihr 18-jähriges Ich hätte die 50 Euro danken genommen und ab im Club oder ins Theater. Natürlich. Ich meine, geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ja. Aber es ist wieder, was ich vorhin schon gesagt habe, wir leben im Sozialismus, wir leben in der Planwirtschaft. Es ist ein ganz billiger Stimmenfang. Man kauft sich die Stimmen für die nächste Wahl. Und wir sehen immer mehr, dass der Staat immer mehr Geld verteilt. Brot und Spiele ist das Thema, um die Bevölkerung bei Laune zu halten. Vielleicht auch eine Art Entschuldigung für die Jugendlichen während des Lockdowns und so weiter. Aber es ist, wie gesagt, Sie haben es richtig gesagt, ich glaube, das weiß die Frau Roth oder auch die Regierung nicht, dieses Geld muss ja irgendwann erwirtschaftet werden, weil der Staat hat nichts zu verschenken. 8 Millionen sind es in der Hauptstadt insgesamt, also die müssen... Genau, linke Tasche, rechte Tasche, jedem muss klar sein, jedem Zuschauer natürlich auch hier. Was der Staat verschenkt, muss er auch einnehmen in Form von entweder Steuern oder halt neuen Schulden. Und für die Schulden und Steuern haften wir. Das heißt, wir werden weitere Steuern sehen, Erhöhungen sehen, Abgaben sehen und da ist der Staat ja ganz fleißig mit Grundsteuerreform, Zensus und so weiter. Und dahingehend... muss man einfach sagen, es ist, wie gesagt, an Absurdität nicht mehr zu überbieten. Aber Herr Lüttke, wir haben so gesprochen über die Entbehrungen, gerade für junge Leute, für junge Erwachsene, 50 Euro jetzt mal, damit die ihre Freiheit einmal genießen können für einen Abend, vielleicht langs für zwei. Nicht eine gute Idee? Grundsätzlich glaube ich, wie Sie schon gesagt haben, dass das ein als Kompensation für die Entbehrungen durchaus seinen gewissen Sinn haben kann und wahrscheinlich auch so gesehen wird. Aber natürlich ist, wenn man es jetzt vor einer größeren Perspektive sieht, dass man dann natürlich betrachten muss, woher kommt das Geld? Man kann den Leuten nicht beibringen, dass es alles nichts kostet, dass es alles umsonst ist. Und ich glaube, da sind wir auch in der Corona-Zeit mit den Staatsausgaben, mit der Staatsorgie, die wir gesehen haben, deutlich hineingekommen. Und das sind Fortsetzungen natürlich davon. Wenn jetzt in dem Fall mal die Jugendlichen davon was haben, ja, würde ich sagen, vielleicht ist das ein Punkt. Aber wissen Sie was? Aber die müssen natürlich das auch lernen, dass es erwirtschaftet wird. Ich kann immer einen Blick empfehlen an einige Berliner Schultoiletten beispielsweise. Ich könnte mir vorstellen, dass die 8 Millionen, wenn wir sagen, da sollen die Schüler oder die jungen Leute was von haben, dass diese 8 Millionen auch anders gut investiert werden. Oder sei es iPads, was auch immer. Also wenn ich an Berliner Schulen gehe, habe ich nicht den Eindruck, dass dort die Digitalisierung das Oberthema ist. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass die sanitären Anlagen besonders gut ausgebaut sind. Und es gibt auch ein paar andere Dinge, Stichwort Turnhallen, Stühle und so weiter und so fort. Von daher könnte ich mir vorstellen, diese 8 Millionen, ein kleiner Betrag zugegeben, aber die werden anders auch gut eingesetzt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, gerade für junge Leute zu wissen, dass man sich den Spaß auch selbst erarbeiten muss, vor allem, wenn man dann früh erwachsen ist. Und aus der Abhängigkeit des Staates rauszukommen, das ist extrem wichtig. Und hier wird genau das Gegenteil gefördert. Hier wird diese Der-Staat-gibt-mir-Mentalität gefördert. Die ist falsch. Und ich ergänze noch in digitale Infrastruktur. Also da muss ich auch sagen, auch in Bayern, da hat sich unglaublich wenig getan, nämlich in diesem Bereich. Es gibt viele Möglichkeiten, viele Alternativen, die sich hier an dieser lebhaften Gesprächsrunde auftun, um dieses Geld, 8 Millionen sind es alleine in der Hauptstadt, zu investieren. Wir hier an unserem Viertel nach 8 Tisch haben da einige Vorschläge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zusehen. Ich bedanke mich ganz herzlich hier bei meinen Gästen. Wir sehen uns morgen wieder. Machen Sie es gut. Bis dann.